Wie funktioniert die Corona-Warn-App? Begegnen sich Menschen, auf deren Smartphone die App aktiviert ist, erkennen sich ihre Geräte. Die App registriert, wenn ein anderes Handy länger in der Nähe ist und speichert diesen Kontakt verschlüsselt ab. Wer positiv auf Covid-19 getestet wird, erhält vom Gesundheitsamt einen Code, um ihn ins Handy einzugeben. Das Programm sendet dann automatisch eine Warnung an alle in der App gespeicherten Kontakthandys, damit deren Besitzer nicht womöglich, ohne dass sie es wissen, das Virus verbreiten. Wen soll die Corona-Warn-App schützen? Im Prinzip ist das wie mit den Masken. Die Masken schützen ja auch nicht den Träger selbst, sondern sie schützen die Umgebung. Bei der Corona-Warn-App ist es so, dass die Corona-Warn-App schützt nicht die Person, die schon Corona hat. Die Corona-Warn-App schützt auch nicht unbedingt die Personen, die dann gewarnt werden, dass sie Kontakt hatten zu einer infizierten Person. Aber die Corona-Warn-App schützt dann wiederum alle. Weil die Personen, die dann gewarnt werden, die können sich in häusliche Quarantäne begeben. Und damit wird dann die Infektionskette unterbrochen. Für den Bayerischen Rundfunk beobachtet und kommentiert der Netzexperte Christian Schiffer die Entwicklung der Corona-Warn-App. Frage an den Spezialisten: Kann jeder die App nutzen? Diese App wird sich bedienen lassen mit nur einem Finger. Das ist für Menschen, die motorische Probleme haben oder ältere Menschen, wichtig. Man wird die Schriftgröße verändern können. Die Sprache wird einfach gehalten sein und die App wird es auf Englisch geben, auf Deutsch natürlich und auch auf Türkisch. Und andere Sprachversionen sind wahrscheinlich geplant. Wie sicher sind meine Daten? Die Sicherheit gilt als hoch. Die App macht aus dem Handy einen lokalen Mini-Funkturm. Über Bluetooth erkennt sie, ob sich App-Nutzer mindestens 15 Minuten lang in geringem Abstand zueinander aufhalten. Dann hinterlegt das Programm einen verschlüsselten Code, eine sogenannte ID. Dabei werden keine Personen- oder Ortsdaten erfasst. Mit regelmäßig wechselnden Codes bleiben die Kontakt-IDs für 21 Tage auf dem Handy gespeichert. Nur bei einer offiziell bestätigten Corona-Diagnose kann freiwillig ein anonymer Warncode geteilt werden. Die Kontaktcodes von infizierten Nutzern werden auch vom zentralen Server der App erfasst. Diese Codeliste kann die App mit ihrer lokalen Kontaktliste abgleichen und warnt im Falle eines Treffers. Wie viele sollten die App nutzen? Man hört immer wieder die Zahl von 50 oder 60%. Es gibt aber auch Epidemiologen, die sagen, die App hätte einen immerhin ergänzenden Effekt, schon auch bei weniger, die mitmachen. Kommt die App zu spät? Diese App hilft uns sowieso erst, wenn wir die Maßnahmen gelockert haben. Also jetzt, wenn alle Leute sowieso zu Hause sind und alle Leute sowieso in Quarantäne sind, so wie wir es einige Wochen haben, brauchen wir auch diese App nicht. Insofern finde ich das nicht so schlimm, dass sie sich etwas verspätet hat.